Hallo und grüße euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen. Zu einem neuen Part mit unseren zwei Dudes, Oxiopo und Sea King. Beim letzten Mal haben wir wieder eine kleine Rückeroberungsaktion gestartet gegen einen kleinen Rictus. Genau, der hat die schwarze Säule da eingenommen. Ich werde das jetzt nicht ausbauen, um nicht schon wieder einen Punkt Wachstum zu verpulvern. Ich habe zuerst mir eigentlich gedacht, dass die Siedlungen zumindest Stufe 2 haben dürfen, weil es sind ja auch 10 Punkte Wachstum mehr. Das bringt mehr öffentliche Ordnung, wenn man da ausbaut. Von dem bisschen Einkommen reden wir jetzt einmal noch nicht. Ja, das lassen wir jetzt einfach mal so, wie es ist. Und jo. Das ist nur ein General von ihm, der wird sie verdünnisieren vermutlich darüber in der nächsten Runde. Da steht die Hellebronn, die alte, in der Gegend herum. Ich habe überlegt, hier anzugreifen, nur... müssen wir das gar nicht. Oxiotl ist eh unterwegs und... Was immer du sagen. Oxiotl ist ohnehin unterwegs und dann können wir es wunderschön von zwei Seiten knacken. Der Kerl steht auch noch immer da herum und... frisst Verschleiß, ohne wirklich Verschleiß zu haben scheinbar. Aber ja, wenn er da gerne nur in der Gegend herumsteht und nichts macht, dann soll mir das recht sein. Also, dann kann er da gerne weiter herumtouren. Aber da haben wir das Skinkviertel vergessen zum Ausbauen. Ja, Skinkviertel, Skink Slums. Und der Arbeitsdistrikt der Kroxigore. Genau. Sonst warten wir überall noch auf unsere Bevölkerung und waren aber mit der Runde soweit fertig. Deswegen wie üblich ein Speicherer am Schluss. Ist einfach ein gutes Gefühl, dass man da öfters speichert. Von Abstürzen rede ich da noch gar nicht. Malekith! Ja, wir sind ja eh in die Richtung unterwegs. Ja, der reitet aber auch auf einem Dinosaurier. Ja, im Tunnelwegen jetzt abgefangen. Von mir aus. Oxiotlis Aufseher, okay. Großer Wächter. Das wäre etwas für dich, lieber Freund. Du darfst ein bisschen dickhäutiger werden. Okay. Nagarond hat natürlich eine 19er Garnison. Was denn auch sonst? Hey, du hättest das einnehmen können eigentlich. Ich habe selbst mit den Waldelfen, also mit den Schwestern von Ariel, noch nicht gespielt. Ich habe aber ein paar Streams dazu gesehen
Und da sieht man es jetzt auch wieder. Ich finde das ziemlich unfair eigentlich, ziemlich unbalanced von der Fraktionen-Balancing her, dass die dann nur Stufe 1 haben dürfen. 5 Einheiten Garnison. Okay, der Tempel hat zumindest 10 Einheiten Garnison, wenn man da zweites Gebäude irgendwie reinsetzt. Also mir ist schon klar, dass das die Hauptprovinzen von den Waldelfen sind, diese Baumregionen da. Nur ist mir das bei diesem Stream da, den ich beim Utwin geschaut habe, sehr nachdrücklich aufgefallen. Es gibt von diesen Siedlungen auf der ganzen Vortex-Map nur 4 Stück. Das heißt eigentlich, dass da das Spiel da mehr oder weniger sagt mit den Waldelfen, du darfst die nur auf diese 4 Siedlungen konzentrieren. Und alles rundherum muss man permanent irgendwie schauen, dass man Verteidigungstruppen zur Hand hat. Finde ich ein bisschen unbalanced. Kann man an dieser Stelle ja mal deponieren. Gut, wir kommen an die Hellebronn ran, wieder einmal. Dann werden wir das machen. Da rennt er, unser Kerl. Dann doch so. Ja, wenn wir beide Armeen haben, dann werde ich das nicht händisch machen, sonst wird das so unübersichtlich und verlustreicher, je unübersichtlicher. Deswegen werden wir die Chance nutzen und das so mitnehmen, dass wir da wenig Verluste kriegen. 5400 ist natürlich wie immer spitze. Unerschütterlich. Bam, 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 bam. Achso, Fähigkeit, okay. Ich wüsste jetzt aber trotzdem nicht, ob man das nicht irgendwie vergeben kann oder so. Okay, today. Nee, nicht zittern. Ja, du schipperst da mal retour. Je nachdem, was er macht. Ich nehme an, er wird vorbeimarschieren. Nightshade. Kannst du die wegmachen? Nein, kannst du nicht. Ja, wir lassen das aber mal so. Genau, 2 Runden. Plötzlich haben wir Geld, was sagt man dazu? Okay. Da haben wir jetzt 3 Punkte Überschuss. 13 Runden. Nicht eigentlich auch irgendeinen Helden, der Wachstum steigert? Ja, das ging sehr. Gut, Stufe 4. Dann eben nicht.
Dann eben nicht. Ich habe gerade den Gedanken gehabt, ob man das nicht so ein bisschen pushen kann durch einen Helden, aber. Aber ja, das Lager der Mumm kann das Wachstumsgebäude ausbauen, das auf jeden Fall. Und sonst bleibt alles beim Alten, von wegen Punkte sparen auf Stufe 4. Oh, ich habe vergessen, einen Timer zu starten. Wie lange ich schon aufnehme. In dem Part. Aber ist ja wurscht, das werden wir auch noch ohne hinkriegen. Hin und wieder denke ich nämlich dran, dass ich mir eine Stoppuhr am Handy neben den Computer lege und da dann bequem ablesen kann, wie lange der Part schon geht. Du schon wieder. Also die Truppen wären in keinster Weise irgendein Problem. Nur die vier Kerle da wären ziemlich ein Problem werden. Skaven-Sklave mit Speer kämpfen sie vielleicht etwas länger und besser, aber letzten Endes zögert er ihr unvermeidliches Ableben nur weiter hinaus. Ja, mein Gott, das werden vermutlich seine Agenten gewesen sein, die einzeln überall noch herum marschiert sind. Terraton-Reiter haben wir auch noch. Ja, könnte auf jeden Fall knapp werden. Also so ganz unterlegen, wie die Stärkeabschätzung das vorher dargelegt hat, sehe ich das jetzt nicht. Aber könnte gegen, wie gesagt, gegen seine Helden ein bisschen ÖH werden. Das auf jeden Fall. So, die Frage ist jetzt nur, worauf wir die Armeefähigkeit richten. Oder auch nicht. Bisschen zu früh ausgelöst. So, genau, ihr könnt euch eure Felsen abwerfen. Und macht das am besten über den Warp-Flammenwerfern. Oder ihrem größten Blob, der da gerade entsteht. Das ist ein Assassine. Das ist der Kerl, der da wieder daherkommt. Du mitten rein und ihr flankiert. Ihr Dito.
Ja, das sind alles nur Skeletonsklaven, das wirkt so. Nee. Das ist einfach so, nee. Verdünnisiert euch. Nicht verliert, klar. Nicht verliert, klar. Geht's ihr mal? Gut, ist gar nicht notwendig. Okay, ihr könnt's da drüben mal reinbrettern. Warum kämpfst du gerade nicht? Was kommt da? Da hat er noch Wolfsratten irgendwo dahergezaubert. In den Rücken. Ah, Warpflammenwerfer bitte. Warpflammenwerfer bitte. Warpflammenwerfer bitte. Warum du nicht kämpfen? Du gehen auf das Großes, auf den großen, was auch immer, Nahkampfspezialist. Schaut wie immer noch genialster Skaven-Technik aus. Geht's im Nahkampf bitte gegen den Kerl. Saurus bitte. Wer randaliert? Stoppt mit der Randale. Hier geht's da mit dem Nahkampf und genau du gehst auf den Goritsch. Ja, den haben wir bekommen. Super. Da drüben, da ist das Kratz himself. Auf ins Kratz. Ihr verfolgt's. Ja, das passt. Ja, schaut eigentlich gut aus. Schaut eigentlich gut aus. Da kommen Schleuderer zurück. Ja, jetzt muss wie gesagt nur noch das Kratz und dieser Assassine oder was auch immer der Kerl. Meutenbändiger. Jetzt müssen nur noch die Kerle weg und dann. Hätten wir es eigentlich. Schneller. Oh. Okay, es ging Blinkler, ja, ist klar. Das ist klar. Echt, okay, da kommen 56 Skaven-Sklaven zurück. Wie immer lustig. Okay, der ist gebrochen. So, ihr geht's da mal raus und erholt euch. Die Battle gegen Hellebronn, wo dann im Endeffekt alle angeschlagenen Nahkämpfer gleichzeitig mit der Moral weg waren, ist mir noch in Erinnerung.
War eine spannende, epische Schlacht, aber Hellebrunn hatte nur noch ein paar Lebenspunkte und die hat dann halt einfach ihren Angriffsbonus bekommen und hat meine 4-5 komplett fertigen Einheiten dann einfach um die Moral gebracht. Also die sind dann einfach geflohen. Also nicht einmal geflohen, die waren einfach weg dann. Das war ein bisschen arschig. Die waren dann arschig. Wenn ich da eine Einheit zurückhalten hätte, die sich da ein bisschen erholen hätte können, dann wäre ich noch weiter in der Schlacht geblieben und hätte das noch weiter machen können. Ich glaube, das war Part Nummer 12 oder sowas, Part 11, von dem ich da jetzt gerade erzähle. Also genau dieselbe Situation, nur die Truppen nur noch ein bisschen angeschlagener. Die Hellebronn, die ist einer angeschlagenen Einheit nachgelaufen. Ich habe versucht, mit einer zweiten dann ihr in den Rücken zu fallen und dann habe ich versucht, bei den letzten paar Lebenspunkten so einen Kombi-Angriff aus vier Seiten und von allen Seiten richtig schön sandwichen und einschließen. Nur hat sie dann irgendwie ihren Ansturmbonus wieder ausgenutzt, ist mit einem Ansturmbonus einfach in eine Einheit rein und das hat ausgereicht, um die Moral von allen anderen Truppen abstützen zu lassen. Das war ein Wahnsinn, wenn ich die Geschichte gerade richtig im Kopf habe. Aber jetzt könnt ihr wieder mitspielen. Wie schaut's aus? Kriegt man noch? Ach Gott. Wusel, Wusel, Wusel. Schnappt euch den Kerl. Und wie geht's euch so im Leben? Alles gut, alles schön? Seid ihr zufrieden mit eurem Lebensstandard? Alter. Alter. Regeneriert er wieder gegen? Kann es sein, dass der gegen heilt? Man sollte eigentlich nicht kennen, er ist auf der Flucht verflucht nochmal. Ach Gott. Ich mag jetzt nicht warten drauf. Zumal ja von seiner Skaven-Sklaven ohnehin nichts mehr da ist. Er dürfte weg sein. Er da könnte sein, dass der noch ein bisschen Leben in sich trägt. Okay, der lebt auch noch. Genau, aber jetzt sollten das nur noch die drei Charaktere sein. Stupid Experiment. Gut, ich glaube aber wir werden, also nicht ich glaube, ich weiß es, ich werde es tun. Ich bin so gnadenlos und beende den Part an dieser Stelle. Sollte jetzt circa in etwa eine halbe Stunde gewesen sein. Unterstadt entdeckt.
Ui. Schauen wir uns im nächsten Part an. Tun wir im nächsten Part wegmachen. Oder was auch immer man in dieser Situation macht. Schauen wir uns dann an. Ja. Ich denke, ich werde auf jeden Fall heute noch einen Part aufnehmen. Wird was uns betrifft heute ohnehin ein bisschen ein spannender Tag, weil der Rock nachher noch kommen wird. Wir werden ein bisschen Day of Billions aufnehmen. Am Abend dann, jetzt ist es gerade 16 Uhr Nachmittag. 16 Uhr ist es, es ist 4 Uhr Nachmittag. Egal, dann bis zum nächsten Part. Es verabschiedet sich der Doc von Kunden Games und sagt Grüß euch und Tüdelü.